Multiresistente Keime, also Bakterien, gegen die Antibiotika kaum noch oder gar nicht mehr wirken, sind auf dem Vormarsch und eine echte Bedrohung für uns alle. Welche Weichen müssen gestellt werden, um die Ausbreitung dieser resistenten Keime zu verhindern? Darüber diskutieren Wissenschaftler, Mediziner und Politiker auf dem Fachgespräch der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Dass die Zunahme von Resistenzen ein natürlicher Vorgang ist, ist das eine. Immer deutlicher wurde und wird jedoch, dass übermäßiger und unsachgemäßer Gebrauch von Antibiotika diesen Prozess maßgeblich ja dramatisch beschleunigen kann. Werden Antibiotika ohne Not vom Arzt verordnet oder vorzeitig abgesetzt, ist das für die Bakterienstämme gleichsam so etwas wie ein lehrreiches Überlebenstraining. Auf dem Boulevard wird regelmäßig die Tierzucht als Hauptverantwortlicher ausgemacht. Doch in Wirklichkeit kommen resistente Erreger überall vor. Und auch die enorme Zunahme an Resistenzen habe vielfältige Ursachen, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Georg Nüßlein. Es hilft niemand, wenn die einen auf die Humanmedizin und die anderen auf die Tiermedizin zeigen. Wir haben ein gemeinsames Problem, eine gemeinsame Verantwortung. Die müssen wir, meine Damen und Herren, auch gemeinsam lösen. Landwirtschaftsminister Schmidt weist darauf hin, dass in den letzten Jahren schon viel getan wurde, um die Gabe von Antibiotika in der Tierzucht auf das notwendige Minimum zu beschränken. Zudem spielten aber auch die Haltungsbedingungen eine wichtige Rolle. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vorbeugung von Krankheiten und der gesunden Haltung der Tiere. Gesunde Tiere benötigen keine Antibiotika. Deswegen ist parallel von meiner Seite aus auch die Diskussion um die Frage von Haltungsstrukturen und Haltungssystemen zu betrachten und wird von mir geführt, weil gute Haltung manchen Antibiotikaeinsatz reduziert oder nicht notwendig machen kann. Ärztekammerpräsident Montgomery sieht in der Prävention eine wesentliche Stellschraube. Er fordert an deutschen Universitäten zusätzliche Lehrstühle für Krankenhaushygiene. Sie kennen die Aktion saubere Hände. Wir alle wissen inzwischen, dass der Handschlag des Arztes manchmal gefährlicher ist als die dann folgende Operation. Das kann durchaus so sein. Und hier gibt es viele ganz einfache Maßnahmen, um das zu verhindern. Professor Friedrich von der Universität Groningen berichtet, dass in den Niederlanden schon seit den 80er Jahren entsprechende Fachmediziner ausgebildet werden, und zwar mit großem Erfolg. Die Zahl der resistenten MRSA-Infektionen zum Beispiel ist bei uns 10-mal höher als bei unseren Nachbarn. Es ist in der Tat so, dass im Jahr 2015 in fast allen, 98%, der Krankenhäuser diese Fachärzte arbeiten. Und dass sie regional auch mit den niedergelassenen Ärzten, die vorhanden sind, arbeiten, Hausärzte zusammenarbeiten. Unsere Experten haben uns bestätigt, Antibiotikaresistenzen sind eine tickende Zeitbombe. Sie haben auch gesagt, es ist schon einiges passiert, aber es muss noch mehr passieren. Das beginnt beim passgenauen Einsatz von Antibiotika. Das hat zu tun mit Krankenhaushygiene, aber auch mit Forschung und Entwicklung in der Human- und in der Tiermedizin. Gemeinsames Handeln ist erforderlich und genau das wollen wir tun. Wir wollen alles daran setzen, dass eine Welt ohne Antibiotika keine Realität wird.